Willst Berlin für eine Zombie-Survival-Geschichte nachspielen? Das dauert aber ganz schön lang. Also quasi eine Flucht durchs Brandenburger Tor. Das ist so relativ offen. Also der Shotgun wäre hier schon mal. Oh, es ist arschdunkel teilweise hier. Oh. Oh, das ist eine kleine Stadt. Deine Dings wurden erhört. Deine Dings. Man kann ja jetzt schon Zombies hauen zu testen. Man kann ihn übrigens gut boxen, sehe ich gerade. Das funktioniert sogar. Macht aber nicht ganz mit Damage, oder? Nö, aber ich sterbe gerade in der Testphase, ist cool. Ich bin in der Testphase gestorben. So. Wie wär's, wenn wir diese eine Karte gespielt, wie wir gestern zum Anfang hatten? Jetzt machen wir erstmal die hier. Ich bin im Aber Bett. Gute das wird Nacht. dann eher nächstes Mal was. Dieses Mal nicht. Oh, hier sind zwei Walkie-Talkies. Machete, Waffe, Axt. Ich bringe einfach mal mit, was wir haben. Die Und Tür Granate. ist zu. Das fängt schon Ich mal komme gut an. runter. Der Gnall hat eine Granate, der Granatengnall bin ich jetzt Noch eine quasi. Axt. Hi. Hi. First Aid Kit nehme ich mit. Hier ist noch eine Axt. Ich habe einen Okay. Molotow-Cocktail. Oh, hier ist eine Toilette. Ich gehe jetzt erstmal hier einen abseilen, ne? Ja. Hier ist scheiße dunkel und eine Rohrzange. Ansonsten. Oh, guck mal. Zange Ein zu mir, ich bin der Captain. Lötkolben. Was macht man mit einem Irgendwann Lötkolben? was. Ein In dem Tötkolben Schrank ist ist noch ein das. Engländer drin. Verstehst du? Ein Tötkolben. Ha! Ach ja. Da hinten Ey. wird Zombies drin. Dann gehen Werden wir mal wir jetzt runter. oben? Weiß Ich nicht, wir glaube, gehen hier ja geht's noch. los, ja. Ja, dann gehen wir wieder hoch, komm. Oder hast Ich du unten guck noch mal, irgendwas ich guck gefunden? mal. Gibt's im Ich sehe Keller nichts, was? ich hab Na, leider keine wo sind die anderen Taschenlampe. beiden? Unten. Im Keller. Da ist ein Fernseher. Ich sehe noch nichts, ist so dunkel. Leuchte mir mal heim, bitte. Keller? Ach, geht gar Ich nicht in den glaube, Keller. hier ist nichts. Geht nur Okay, in hoch. erstes Stockwerk und zweites Stockwerk. Seid ihr vielleicht in einem anderen Haus? Kann man hier irgendwie Lichtschalter benutzen? Oh ja, guck mal, es Wahrscheinlich geht geht's hier sogar. raus. Ah, hier, guck mal, hier Ah, die kommen die simple Hände da Sache, schon durch den die Tür. Schalter zu benutzen. Ich dachte, ich mach mal klick, klick. Sind wir unten im selben Haus? Nee, ich Ich glaube glaube nicht. nicht. Oh. Hast du Weil nur 90 Meter oder was es hast ist du da? Liverpool und wir haben Gäste draußen. Ich glaube, die Gäste Warte. wollen irgendwie Party machen. Beidrücken und die Munition anklicken, dann kannst du da hinschmeißen. Also, wir haben einfach barrikadiertes Haus. Ja, dann Das heißt, bleiben wir ich doch kann. hier. Ja, dann Warum zeigt er mir würde ich die auch scheiß sagen, Muni wir nicht bleiben an? einfach hier, ist der beste Plan. Müllsäcke, hier kann man wieder durch die Tür das aber egal erstmal. Zeigt mir die scheiß Jetzt müssen Muni wir nur nicht wissen, an. wo die anderen sind, ob die rechts oder links, aber bei links Ich geht mache ja jetzt einfach nicht. die Tür auf und dann. Ja, da sind Zombies Ja. hinter. Ich glaube, ich weiß, wo ihr seid, da wo die ganzen Zombies an der Tür stehen. Ja, ich krieg die Tür nicht mal auf vor lauter Zombies. Ihr habt aber echt die. Nein, mach doch nicht auf! Oh mein Gott, ich bin doch gar nicht so weit. Mach mal die andere Tür auf, vielleicht ist hier weniger Dann los. könnt ihr mal rechts rum Ah! rausgucken. Hallo! Wir haben viele. Wir haben Ich hab doch viele gesagt, Leute. ihr habt viele Zombies. Ich geh die Tür nicht zu. Tür Ihr habt zu. es Geil, zu. wir mach, bleiben hier krieg die drin. Tür zu! Ja, also, wir haben weniger Zombies, glaube ich, bei uns. Ich hab so einen Ich hab einen Bunsenbrenner. Was macht denn der Masterplan. Jetzt Bunsen? will tun sie ins Haus locken und machen dann gehen von der anderen Seite raus. Ich kann den Bunsenbrenner nicht anmachen, Ich würde übrigens. sagen, Ich hab das auch nicht hingekriegt. Rupi, wir bleiben einfach hier drinnen. Ja. Gut. Hier zusammen ins So. Doppelbett. Wir gehen, glaube ich, nach Perfekt. oben und locken sie hier rein und machen sie tot, oder? Irgend Rupi, sowas. kommst du Nee, ins ich würde Bettchen? sagen, wir locken sie hier rein und gehen dann auf Rupi, der anderen komm zu Seite wieder mir. raus, weißt du? Ich habe hier oben auch was gefunden für dich. Komm mal hoch, bitte. Das ist für dich. Das liegt unterm Bett, habe ich zufällig gerade gesehen. Nimmst du das bitte mit? Oh, ja, Moment, ich muss erstmal einen Platz schaffen, oder? Nee, Ich. passt. Soll ich dir denn die Taschenlampe geben? Warte mal kurz. Ja, Full Magazine, toll. Ich weiß nicht, wie Weil viel. die Ja, Taschenlampe bitte. kannst du mit der Hier hatte Pistole jemand kombinieren. aber irgendwie Dann Waschbecken lasse oder ich geben die sie nämlich dann auch. da. Nehme die Taschenlampe Wo ist mit. Hast du Moment, noch Waffe. gekriegt? F. Jo. Rohrzange. So, jetzt habe ich, glaube Mach ich, mal eben 7 Folgendes. Schuss oder so mit dem Ding. Hallo. Und ich kann sie aufächsen. Bekloppt? Achtung, Granate. Jetzt hat er frei. Soll ich einfach mal Bounce, rufen? bounce the Achtung, komm phone? rein, komm rein, komm rein, komm rein. So. Ich hab mir gerade mal Warte, du den sollst reinkommen. reingesprengt. Tobi, bist du da? Ich habe noch eine Granate, komm rein. Achso. Ach, du bist das. Ich gehe die Ja, Tür nicht Mann. auf, weil so viele Zombies davor sind. Hätten wir uns ersparen können. Da Jetzt geht's waren nur auf. ein, zwei Zombies. Ich mach's dich aber wieder zu, würdest du zumachen. Oh, leer. Oh oh. Der wollte mich anbeißen. Der beißt schon hier. Ich Hier ein glaube, Runner kommt. ich sehe euer Haus. Zack, in die Fresse, du arschwichtiges Stück Scheiße. Freiheit! Ist noch einer, ne? Oh, der hat ein Loch im Hals! So,
So, wir sind durch. Oh, scheiße. Ich glaube, wir laufen mal, oder? Ja. Hast du hier die Bandagen mit? Ja, mach mal. Oh, mein Zombie kackt voll ab. Hier ist ein First Aid Kit. Ich werde aber leider ein bisschen bedrängt. Kannst du es mitnehmen? Ja. Ja, dann weg. Frag mich eigentlich, wo ihr beide gerade seid. Auf der gegenüberliegenden Seite? Ach, man muss kommen gerade, komm gerade zu euch. Wir kommen ja gerade zu euch. Ihr seid in dem Haus noch. Ja, da sind sie. Hallo. Hi. So. Ihr habt ganz viele Freunde mitgebracht, ich sehe das schon. Ja, ja, aber was ist denn in der Garage hier so drin? Oh, ein Hammer. Das haben wir alle schon mitgenommen. Hammer, eine Pistole liegt hier noch rum, Pillen nehme ich auch nochmal mit. Beziehungsweise ich könnte sie mitnehmen, wenn ich Platz hätte. Liegt schon noch eine Beretta genau hinter dir. Bin wahrscheinlich schon orange, oder? Ja. Wartet, Nadel. Da. Ach, das ist euer Hinterhof. Schön. Was da? Hast du mir da was hingeschmissen? Ja, da müssen wir nochmal. Wo müssen wir denn nochmal hin? Achso, da. Mad Mike ist jetzt orange, super. So, wir müssen wahrscheinlich da durch das Tor hier, oder? Ne, es ist auch zu. Oh, ich bin infiziert, Moment. Ich muss Pillen schlucken. Hast du welche? Ja, ich weiß nicht, wie man die auswählt. Einfach nur draufklicken. Einfach eins drücken und draufklicken. Hab sie geklickt. Ah, besser ist das. Okay, Ich hab auch noch einen Monitor, ne? Das heben wir uns hier auf. Geh dran vorbei, schieß dich drauf, das sind viel zu wenige. Ach, ja. Sie müssen das Telefon ja beantworten, Moment. Das Telefon? Ja, hieß es gerade. Ich bin sicher, ich bin in Sicherheit! Nein, lass die Tür zu! Was sagt er? Ach nee, echt! Graveyard? Hat er gerade Graveyard gesagt? Find fuel tank and blast through garden wall. Also müssen wir jetzt den Benzinkanister finden. Wäre ja logisch theoretisch in der Garage, ist aber irgendwie nicht. Ah, hier ist, hier müssen wir durchblasten. Blast, den Blastjob gebe ich dir gleich mal einen Blastjob. Wo könnte denn sein? Das Haus gegenüber? Kann man da irgendwo rein, wo wir herkamen eventuell? Nee, sieht nicht so aus, ne? Matratzen? Nee. Matratzenschorsch? Komm nur, ey, wir gehen mal rein da, das ist mir zu gefährlich. Wo ist denn eigentlich der Gnadl? Ich bin draußen am gucken. Ah, hier hinten, ich hab's. Wo? Was? Komm, hier ist ein Benzinkanister. Benzin. I'm going to remove a zombie or two. Ah ja, hier, ich seh ihn auch. Wo seid ihr? Wir haben ihn, wir haben die Benzinkanister. Wir spielen mit Zombies, komm. Puh, es war knapp. Fahrt er neben. Ich finde, dass sogar wieder vor dir her schwebt. Was ja, das ist Telekinese. Telekinese. Man nennt ihn auch den. Ah, hier muss man durch, okay. Wie heißt der gleich nochmal, der Macker, der mit seiner Gedanken Löffel verbiegen kann hier? Der Uri Geller. Magneto? Achso. Ach, ich wollte gerade sagen, vielleicht mal vorher warnen? Zombie. K. Ja, das ist im Übrigen der Friedhof, ne? Hier gibt's so ein oder zwei Zombies. Nein. No shit, Sherlock. Ein Render-Opa. Ein Render-Opa. Hey, was war das denn? Der hat mich mit zwei Schlägen umgebracht, der Opa. Renn weg, der ist OP, der Opa ist OP. Der super Opa ist das. Wow. Alter. Ja, auch tot. Wir müssen durch den Friedhof. Ja, ich auch. Wir müssen durch den Friedhof, das schaffen wir ganz bestimmt. Kannst du auch was sagen, wenn du nicht mehr mit dem Spiel bist? Entschuldigung. Er hat doch gesagt, der Opa war irgendwie OP. Da links ist im Übrigen OP, der Opa. Im OP. Scheiße. Operationsraum. Leck mich. Die Tür ist zugemacht. Er bunkert sich jetzt ein. Ja, schön, dass ihr auch in diese Folge wieder eingeschaltet habt. Mike läuft übrigens immer noch hin und her. Wo bin ich denn überhaupt? Ich hab da, wo wir gestorben sind. Hier, das ist übrigens der Opa, der OP. Der OP. der OP. Da rennt da noch einer. Richtig schnell, ey. Die Tür. Ja, vor allem, die sind alle so schnell. Weiter geht hier ist der Friedhof.
Genau, wir müssen hier wahrscheinlich durchrennen, gehe ich mal von aus. Oh, das ist aber echt lang. Genau, hier in die Kirche, da leuchtet auch was. Dynamit liegt hier, also TNT. Das müssen wir wahrscheinlich dann mitnehmen. Dann hinter die Kirche, da ist ein X, das wird wahrscheinlich dann gesprengt. Dann wird es hier wahrscheinlich durchgehen, jawohl, genau. Was da, dann geht's zu Azza, gibt's da. Genau, das ist irgendwie so ein Supermarkt-Store, da geht's wahrscheinlich rechts rein irgendwo. Das Brot sieht aber lecker aus. Dann geht's hier hoch, dann geht man hier durch und dann hat man hier lecker schön, genau, erstmal wird für Zombies gebacken. Oh, da haben sich aber ganz viele lange aufgehalten. Weiß. Dann hier irgendwelche Computer. Ist schon sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also ja, das ist, dafür, wenn man dass es eine Mod ist und sonst ist, ist richtig geil. Hier kann man dann durch, kommt man ins Lagerhaus. Ja, und von Lagerhaus kommt man dann, keine Ahnung, irgendwo die halt Überlebenden hin. Wurden überrennt. Wir brauchen definitiv, also 8 Leute wäre schon richtig super. Ja. Wenn wir es hinkriegen, geil. Schön. Wenn nicht, 5 sind hoffentlich auch schon ein bisschen besser. Fangen wir wieder vielleicht an. Vielleicht sogar 6. Wir machen noch einen Run hier, würde ich sagen. Weil das fing ja schon mal ganz okay an. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das Dunkel hier leckt mich im Arsch. So, Taschenlampe habe ich schon mal. Aber wir sind wieder hier. Ich gehe mal runter. Im Keller ist erstmal immer noch gar nichts. Mit wem bin ich mit dabei? Mit wem bin ich im Haus? Ich. Mit mir. Ubi. Ich mit mir, ganz toll. Ja, super Aussage. Ne? Axt nehme ich auch mal mit. Hier ist, Kühlschrank liegt Munition, das ist bei mir übrigens auch so. Hubi, unten ist noch eine Axt, ja, wenn du magst. Hier knattelt, falls du keine Taschenlampe hast, hier unten liegt eine. Ah, die habe ich gesucht. So, wir haben leider nur die... Diesmal keine Handfeuerwaffe, nur die... Ich habe noch eine Beretta für dich. Oh, hier ist eine Granate. Ach, der ist ja aufgehoben schon, sehr schön. Ja. Dann wirf sie mir mal entgegen, bitte. Granate, oder was? Nein, nicht Granate, die Beretta. Ich glaube, ich benutze guck, die Granate erstmal in den Keller rein, wie es da unten aussieht. Da ist nix. Kannst du also sparen. Granate. Mehr haben wir hier nicht. Walkie-Talkie haben wir auch noch. Wie geht es mit den Walkie-Talkies eigentlich? Mal kurz mal probieren. Geht nicht. So, und ansonsten habe ich halt die Tür. Mit Nachbarn, die es nicht geschafft haben. Ich mache jetzt erstmal die Tür auf. Guten Tag, hier. Hab eine Granate. Viel Spaß damit. Ich hab mal meinen Standpunkt klar gemacht, den Nachbarn da draußen. Ich hab auch noch eine Granate, soll ich die erstmal aufheben? Boah, kann ich mal weniger wackeln? Das ist ja unglaublich. Bist du weiter und Manhole-Cover? Hörst du jetzt mal auf zu wackeln, wenn bin leer? Hast du keine Schusswaffe? Schade. Axt. Du hast doch noch deine Dingsbums, ne? Ja, klar. Hier geht's übrigens raus. Du darfst jetzt quasi ein bisschen frei machen. Schön frei machen. Hast du 9 mm oder was hast du? Remo? Ja, schönes Geräusch von der Waffe. Auf Hubi. Warte auf, die greifen auch durch den Zaun gerne mal durch. Wir sind gleich durch. Jetzt raus hier. Ich hab hinten down. Beim Nachladen, zack. Ja, die. Der hat ganz schön was aus hier. Hab ihn. So, den Medizinkanister nehmen wir gleich mal mit, würde ich sagen. Dieses Mal ist es, wie hier, sagt doch. Telefon erstmal, dort. Nee, hey, und das andere. Ist offen hier. Verstanden dann. Hilfe! Ja, toll! Weg da! Der ist ganz schön schnell! Da hinten ist schon auf die Wand jetzt zum Dings hin. Also war es diesmal wirklich was anderes, was Hubi gerade meinte. Wie viel Leben habe ich denn noch ungefähr? Hier ist ein Bandagen. Also bei mir bist du noch grün. Gut, dann hat es mich nicht lange angeknabbert. Bandagen, genau, nehmt alles mit, was nicht nie nagelfest ist. Hat irgendwer 7,62? Ich hab nur jede Menge Handfeuerwaffen mitgenommen. Lieber hier die Axt nehmen, ey. So, vorsichtig, ich geh nach rechts. Nee, ist leer. So, rennen wir jetzt bitte dann zum Dings. Zur Kirche. Der rennt. Ein Renner. Mach den kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Und rennen. Ich renne.
Der Gottesdienst ruft, meine kleinen Kinder. Kommt. Problem ist, wir können nicht ewig rennen. Wir müssen manchmal wieder Luft holen, glaube ich. Wir sind ja fett und so. Der dicke Afro. Oh, mein Herz klopft schon. Oh Gott, sind das viele. Lauf! Ich hab noch eine Lauf! Kanal. Willst du mal benutzen? Hier, Renner! Hab ihn! Go! Kirche ist auf. Rein da! Der gute Remo ist schon am Bluten. Ja, Remo, muss ich mal... brauchst du, willst du dich verarzten hier? Jo. Ich hab eine Bandagen dabei. Geht die Tür zu? Nee, ne? Hier, Bandagen. Gib mal auf. Wieso kriegt man das nicht auf? Ich versuche mal gerade. Irgendwer 45er? Ich habe gar keine Munition. Ah, danke fürs Zumachen. Axt, ich guck mal, ob ich damit durchkomme. Okay, oh, ja, genau. Nee, geht nicht. Das ist zu hier. Das ist zu. Und jetzt? Oh. Ich habe irgendwas gerade gehauen. Ich glaube, darum hieß das Use Wielder oder whatever. Use Welder. Oh nein, wir haben die Torch-Dingsbums nicht mitgenommen. Nein, wir müssen zurück. Wir sind zu klug. Renner. Ich hab Bandagen, ne? Immer noch dabei, falls sie brauchst. Dass sie mich nicht benutzt. Ich weiß nicht, ob ich blut. Sieht bis jetzt noch nicht so aus. Seid ihr hinter mir? Ihr seid hinter mir, gut. Willkommen. Ihr müsst das Zeug wiederholen. Oh, wir sind so toll. Reicht es mir, wenn ihr mir folgt. Ob ihr kommt, das ist mir egal. Wir kommen von hinten. Ich glaube, wir haben einen Runner hinter uns, oder? So, wo ist denn der Blowtor, die Welder? Bei uns im Haus gewesen, oben im ersten Stock. Zwei Stück oder so. Hier ist eine, ich hab's. Ah, super, und zurück. Nach rechts, geht nach rechts, bitte. Geht nach... Achtung, Granate. Ich. Ja, super geworfen, klasse, ey. Rechts, geht nach rechts, lass die doch in Ruhe. Nein, warum? Schnell, rennt, Remo kommt. Ich will nicht, Daniel, warte auf mich. Ich renne erstmal in die falsche Richtung, also ich bin nicht gefährlich. Sag Bescheid, wenn du kommst. Ja, ich verfolge mich mal. Warum lasst ihr mich eigentlich alleine hinten? Weiß ich nicht, weil du gerne allein bist wahrscheinlich. Knallt es hinter mir irgendwas? Ist das genau so ein Hobby dir. Von mir, nachts allein auf Friedhöfen? Ja, toll. Hab dich, so. Du bist immer dann stehen geblieben, als ich irgendwie zuhauen wollte. Wo ist ein Hobby eigentlich? Ich bin im Haus. Ja, dann bist du das? Ja, das bin ich. Bitte nicht schießen. Ich habe blutende Hände und mein Arsch brennt vor Sauerstoffmangel. Das sieht doch sehr interessant aus, wie du läufst. Toll, super. Machst du die fucking Tür bitte da auf? Nein. Achso, so, ich habe jetzt den Welder und ich kann damit klicken und dann haut er damit zu. Mach mal zu wieder hier. Mal rechtsklick oder so. Dann passiert auch vielleicht nichts. Vielleicht macht er den dann an. Vielleicht müssen wir gar nicht hier durch, vielleicht müssen wir da hinten durch, da war noch so ein anderer Weg. Ja, lass mal da hinten irgendwie gucken, so hier, da. Ach, hier hinten, hinterm Haus. Hier, da. Hier, das da, auch ein Kreuz, aber da kann ich nicht, achso, warte mal, hier. Ah, hier ist ein Weld, nee, warte mal, was ist denn hier? Ja? Waffe auswählen, wo ist die da? Achso, schießt. Ah. Mach mal. Hm. Nochmal. Nicht wirklich. Benutzen? Ich glaube, es hieß, use Welder to open manhole cover. Was für ein Ding? Ach, hier fehlt noch etwas Entscheidendes. Hier brauchst du noch ein Teil, was du da anbaust. Hier einen Schneidbrenner, den du an die Flasche anklemmst. Okay, also da war doch noch dieser Weg, der nach rechts führte von unserer Seite jetzt aus. Ich suche auch damit mal. Damit irgendwas ausrichten hier? Ich renne jetzt mal hin. Kommt ihr mit? Nö. Gut. Mach doch dein Scheiß allein, ey. Ja, genau. Da überleben wir auch alles lang. Hier ist nämlich noch ein Gate, aber ich glaube, das ist zu. Ja, das ist ziemlich zu. Ja, dann solltest du da ziemlich wegkommen. Ja, ich glaube, ich locke was an. Weg hier. Ich mag nicht. Nein, da kommen wir noch mehr. Also bist du. Was sollen wir jetzt hin? Ich weiß nicht. Hubi geht in die andere Richtung. Super. Ja, nochmal zurück. Ja, Gnadl, wir sollten ganz schnell. Nein, Gnadl, wir sollten ganz schnell weg. Ich geh mal zur Kirche. Das sagst Gott. Du uns sonntags immer, ne? Wir sollten ganz schnell. Was haben wir? B gedrückt gehalten. So hatte ich nämlich bei der ersten Map dieses Feuer angemacht bei der. Da gab's, glaube ich, gar keine Reaktion. Alter, oder? Ich bin so außer Atem. Ich kann gar nicht mehr sprinten.
Sprinten nennen die das, ey. Wir müssen so Couch-Potatoes sein. Da ist ein Anzünder. Ich kann nichts machen, exakt gar nichts. Geht auch nicht. So neben der Gasflasche stehen und da drauf schießen, ist gut, glaube ich. Hm. Weit, wo waren bei uns die Torch-Dinger? Oben im ersten Stock. Ja, waren kleine. Ich hab eine Welde-Torch, aber die. Ah, hier. Ich die kann man nur zuhauen, irgendwie. Die kann man nicht zünden. Ich hab keine Vielleicht Ahnung. Kannst du es ja einfach. Gott, sind hier viele Zombies. Hier, nimm du mal das Ding. Vielleicht kannst du damit was ausrichten. Ich nehm's jetzt mal so mit und versuch's mal irgendwie festzumachen. Manchmal ist es ja auch so, dass man einfach nur dranpacken kann. Aber dann wär's ja gehighlightet. Es ist ja nicht mal gehighlightet. Hubi, ist bei dir hinten noch irgendwas gehighlightet, was man irgendwie machen müsste? Ich hab der Gullideckel. Hast du gerade. Wir müssen durch die Kanalisation, oder? Ich guck mal. Haben wir uns so verbissen in diesen. Sieht zwar komisch aus, was ich hier mache. Ja, scheinbar kann man wirklich durch den Gullideckel durch. Dann gehen wir jetzt zurück, super. Ja. I'm racing. Nur noch ein paar Minuten, dann muss ich hinfort. Das packt man noch. Let's go. Ist auch nicht gerade klein, die Kanalisation. Das ist mir egal, Hauptsache wir kommen mal weiter hier. Außerdem kann man da wenigstens gut scheißen. Oh, scheiße, apropos scheißen. Da komm ich noch vorbei. Sehr gut. So ungefähr sieht dann DayZ übrigens aus. Ich hab voll das asthmatische Stöhnen, ne? Mein Herz klopft mir schon ein bisschen in den Kopf. Hüpf. So, wo ist denn jetzt der Hubi? Haus. Dann komm mal raus, erstmal raus. Ah ja, die Kanalisation führt jetzt Innere der Kirche, also auf die andere Seite. Kann man da aufmachen hier? Weiß nicht wie. Wahrscheinlich mit dem Welding Torch, den wir nicht mitgebracht haben. Hubi, kommst du raus? Hubi! Ja, ich versuch's. Das ist auch so. Kannst du da irgendwie die Welding Torch? Ach, du bist im hinteren Haus bei uns, ja. Ich hab noch eine Welding Torch gehabt. Hast du die mitgenommen oder was? Nein, die hab ich liegen lassen. Du bist so klug, ey. Ich hab. Hab dich mal gerettet. Hinter euch. Willkommen. Hinter euch spawnen gerade Zombies, ne? Die ganze Na toll, Zeit. Super! Das ist wie in The Walking Dead, die hat man auch nie gesehen. Haus. Ist hier, oh, da sind neue Zombies, oh. Ja, hat er doch gerade gesagt, du hörst nie zu, ist unglaublich. Doch, hab ich zugehört, ich hab's nur verdrängt. Das war so. Dann fällt nicht mal der Arm ab. Aber kommst du mal wieder zurück zu uns? Nein. Kriegst du das auch nicht? Geht das nicht auf, Mann? Geh auf. Ah, ja. Ah! Du fällst wahrscheinlich gleich dann durch, so irgendwie. Ja, beeil dich bitte. Ja, da läuft ein Balken. So. Arsch und dunkel und so im Übrigen. Ja, du kannst gerne. Zombies jetzt machen. So, ich bring Licht mit. Bringst du mir Hilfe mit? Renner! Ah, Hilfe! Ja, schubst ihn halt weg. Also nur Renner. 3, 4, ich jetzt auch. Ich renne. Ich glaube, du bist nicht schneller als die. So. Hast du die gerade alle mit einem Schlag? Ja, mit einem Sauber. Schlag. Nicht der letzte? Yep. Scheiße, ich überlebe das nie. Da ist noch ein Renner. Da vorne kommen auch wieder welche, ja. Guck mal, der letzte Überliebende. Der Menschheit. I am Legend, ja. Ja. Was ist das da hinten? Hier ist ein Zahnrad. Oh, das ist das fucking Zahnrad tatsächlich. Ja, ich muss erst den Zombie, der angerannt kommt. Oder nicht? Ich will nicht der Letzte sein, das ist immer so mit wahrscheinlich rechts rumgehen. Wo muss ich denn hin? Hier zu diesem Gitter, da machst du die Hier zu diesem Gitter, mhm. Ja, du musst den Gang lang laufen und dann ist da ein Gitter und dann musst du da Zombies töten. Da wo die Treppe ist quasi. Jede Menge da, Zombies töten. Da wo es nach oben geht und nach unten. Da wo die ganzen Zombies sind, da musst du hin. Toll. Kann der Ranner da hinten bleiben? Da musst du lang. Ich muss echt da durch. What the fuck? Nee, ich geh da durchs Wasser so. Das Wasser infiziert, richtig? Gut. Hier steht wenigstens hinter der Wand. Musst du nicht dahin, sondern.
Nein, ich wollte das Bild nicht aufheben, Mann. Nach rechts. Warum kann ich es nicht aufheben? Weil ich nicht da rein muss. Ich bin aber da rein. So. Ich bin in Sicherheit, yay! Der Typ, der da drin war, hat's auch lange überlebt. Er liegt noch da. Er hat wenigstens noch Pillen. Und Bandagen. Und Bandagen. Wie sehe ich eigentlich aus, Hitpoint-technisch? 65. 65? Das ist eine gute Idee. Wie siehst du das? Wenn du auf Leertaste gehst, dann gehst du in die Zombies-Perspektive. Ah, die Tür auf die Ego-Perspektive. Ja, aber sie kann die Tür auch wieder zumachen, wie es aussieht. Ein Zombie macht sie auf, ein Zombie macht sie wieder zu. So eine typische Lose-Lose-Situation. Jetzt lass die Tür auf. Du doch vor das Fenster, vielleicht kannst du durchs Fenster hauen. Hallo. Hallo. Nee, wir sind mehr auf die Tür fixiert. Ah, das Fenster ist leider auch unkaputtbar, wie man sieht. Nee, ja, das ist nicht. Du hast ein Loch reingemacht. Ja. Kletter einfach raus aus dem Fenster. Einfach springen und raus. Das ist nicht ganz, ist nicht ganz kaputt. Ist, glaube ich, nicht ganz kaputt. Oh Gott! Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Oh, jetzt. Nein! Das war's dann aber auch an der Stelle.